Absturzstelle einer Cessna auf dem Brocken. Hier ist vor genau 3 Wochen ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna runtergekommen. Ist mit der Wetterwarte kollidiert im dichten Nebel bei 20 Meter Sicht. Jo, der Pilot muss wohl doch mächtig daneben gelegen haben in der Navigation. Die beiden Insassen haben es mit dem Leben bezahlt. Sehr traurige Geschichte, aber wahrscheinlich auch ein Zeichen für Pilotendummheit. Weil heutzutage im GPS-Zeitalter sollte man nicht in 30 Meter Höhe über die Brockenkuppe fliegen, wenn null Sicht ist bei den vielen Gebäuden, die hier rumstehen. Da muss mächtig was schiefgelaufen sein. Jo, hier sieht man noch schön die verbrannte Erde. Und hier ist noch was mit Plastikfolie abgedeckt. Und jemand hat 2 Kerzen hingestellt.